Und damit grüßt euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mit der Südtein nach Valencia geflogen, werden da morgen und übermorgen Fußballturnier haben. Und ich hab mir gedacht, ich nehme ich einfach mit da. Extrem gut aus. Passt. So, der Jakob, wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt zum SIT-Fußballturnier. Da wird es ja richtig cool sein. Und wir sind da wirklich. Das Wichtigste ist, dass wir da das Spaß haben und dass wir auch die anderen SIT-Jungs treffen von Spanien, die auch genau das Gleiche machen wie wir. Und das ist auch was so cool, diese SIT-Geist da zusammen zu leben und auch zu sehen, andere Jungs auch, die genau das gemeinsame Ziel haben, das ist Jesus zu folgen und im Himmel zu kommen. Sehr gut. Sind wir gut drauf, oder was? Ja klar, sind wir gut drauf. Was für ein Leben, Alter. So, der Leidl, ich darf mich jetzt da durch das Copa SIT-Gelände durchführen. Wenn wir uns da umdrehen, gleich da hinten, siehst man diese, was ist das? So überdachter Platz, wo man essen kann halt. Ein hat es Paella gegeben, also spanisches Nationalgericht, war extrem gut. Dann gehen wir da gleich weiter, da sieht man vorne schon diesen Eingang von oben. Und im Hintergrund die ganzen Palmen, das gibt ja alles ein wenig so ein Urlaubsfeeling. Die Feier ist komplett da. Nur dann bei diesem Hauptaugang, direkt sein Teil. Da können wir jetzt wieder ein bisschen lauter. Gehen wir rein in die Basketballhalle. Voll riesig, also allein schon wenn man sich diesen Eingangsbogen anschaut, komplett nice mit einem dicken SIT-Logo drauf und alles. Geil. Hola! So, wenn wir da weitergehen und jetzt ziemlich rum, dann sieht man da gleich rechts, da ist die Kapelle, da ist jetzt eine Anbetung, da ist das Allerheiligste wieder ausgesetzt. Und da kann man zur Anbetung gehen. Das ist frisch eingerichtet, finde ich. Genau, und wenn wir dann weitergehen, dann sieht man da hinten, das ist ja ein Standort. Dahinter sind so Lordern, die schauen wir uns jetzt genau an. Oder rechts gibt es jetzt die, keine Ahnung, was das ist, auch so ein Verkauf, so ein Bar, wo man Süßigkeiten und so Schmarrn kaufen kann. Und da sind so Lordern mit so Bandturm und das ist so ein Spiel quasi, ich glaube am Ende vom ganzen Copa wird das auch aufgelöst. Wer am meisten Banden auf seiner Lordern oben hat, hat Hunger. Und hier zum Beispiel SIT Sevilla, die haben so richtig viel im Vergleich zu uns, das sieht aus. Mit solchen Banden kann man sich dadurch erarbeiten quasi, dass man oder bei dieser Stand irgendwelche Fragen beantwortet. Genau, so schaut das aus. Wenn man es gelernt hat, vielleicht die genauer an, wo das tut, das kann man. Geil. So, da haben wir den Vergleich, das sieht aus. Ja. Das sieht sie wieder. Ja. Aber wir können kein Spanisch, von dem her ist das legitim. So, na. Und jetzt kommen wir zum Herzstück vom ganzen Event. Das Fußballfeld, da spielt sich das meiste an. Also das komplette Fußballfeld ist auf, das sind sogar zwei Fußballfelder, sind auf sechs Felder aufgeteilt. Ja, da geht es den ganzen Tag eigentlich voll um und die Spanier sind auch voll dabei, also richtige Fußballnation. Wir werden jetzt auch noch ein paar Shots zusammenschneiden und das auch da eigentlich wie groß das da eigentlich wirklich ist.
Dora, das war's jetzt mit dem Coppa Esid. Wir werden jetzt die nächsten zwei Tage noch Dora bei diesem Oceanograph. Ah, keine Ahnung, wie das heißt. Also ist jetzt so irgendwie voll das berühmte Aquarium in Valencia. Und morgen werden wir noch in der Stadt sein und da werde ich jetzt den zweiten Part vom Video zusammenschneiden.